Ach, endlich Sommer, die Sonne scheint, die Blumen blühen, alles toll. Wären da nicht die bösen Chinesen, die es auf uns abgesehen haben. Oder die bösen Amerikaner, kommt darauf an, auf welcher Seite sie spielen. Denn eine Handlung gibt's in Battlefield 2 natürlich nicht. Dafür aber jede Menge Action. Damit sich da keiner wehtut, gibt's in Battlefield 2 auch wieder einen Sanitäter. Der hat seit Battlefield 1942 auch was Wichtiges dazugelernt. Sollten sie mal ins Gras beißen, hat der Sani ein paar Sekunden Zeit, sie wiederzubeleben. Dann können sie sofort weiterkämpfen und ihr Team verliert kein Ticket. Der Sanitäter ist insbesondere deshalb so wichtig, weil es in Battlefield 2 keine Medizinschränke mehr gibt. Und Munition kommen sie auch nur von dem Burschen hier, vom Nachschubsoldaten. Der schwingt sich übrigens gerade in einem MiG-29, einer der vielen Fahrzeuge im Spiel. Die Jets sind mit Lenkraketen und mit Bomben ausgestattet. Die Steuerung mit Maus und Tastatur funktioniert gut, für gewagte Manöver sollten sie aber lieber zu einem Joystick greifen. Etwas mehr Gefühl brauchen sie im Umgang mit Hubschraubern. Dafür sind die dann auch die wohl mächtigsten Waffenplattformen im Spiel. Der Pilot kann ungelenkte Raketen abfeuern und der Bordschütze, das ist der Kerl mit dem bunten Helm hier, kontrolliert ein schweres MG und kameragesteuerte Luftbodenraketen. Aber alle Feuerkraft bringt ja nichts, wenn man nicht weiß, wohin damit. Deshalb hat jedes Team einen Commander. Aber keine Angst, der sitzt nicht etwa den ganzen Tag im Büro und schreibt Materialanforderungen, sondern kämpft wie alle anderen mit. Aber er hat Zugriff auf den Commander-Modus. Hier kann er in regelmäßigen Abständen die gesamte Karte aufdecken und Überwachungsdrohnen aussenden. Gegnerische Spieler werden dann als rote Punkte dargestellt. Der Commander kann seinen Mitspielern jederzeit Befehle erteilen. Falls sie es nicht verstanden haben, das hieß hier verteidigen. Außerdem kann der Commander Artillerie einsetzen. Wenn die trifft, sieht das dann so aus. Artillerie und Radar stehen übrigens tatsächlich auf der Karte herum. Wenn sie die zerstören, können sie den gegnerischen Commander schwächen. Ach, und vergessen Sie zeitraubendes Tastengehacke. Die Funksprüche sind in Battlefield 2 in einem bedienungsfreundlichen Menü angeordnet. Wie gut das funktioniert, sehen Sie hier. Alternativ gibt's natürlich auch ein internes Sprach-Chat-System. Im Commander-Modus können Sie außerdem einzelne Kartenabschnitte aus der Vogelperspektive betrachten und Hilfsgüter abwerfen. In den Kisten sind Munitionstaschen und Erste-Hilfe-Pakete. Aber versuchen Sie nicht, die Dinger mit der Hand zu fangen, die sind nämlich ziemlich schwer. Sie sehen schon, in Battlefield 2 gibt's wieder jede Menge witzige Situationen. Und damit Sie keine davon verpassen, wird jedes Gefecht, an dem Sie teilnehmen, vom Battle Recorder aufgezeichnet. Anschließend können Sie mit einer frei beweglichen Kamera nochmal übers Schlachtfeld geistern und sich jeden Kampf nochmal aus der Nähe anschauen. Dabei können Sie auch die Zeit verlangsamen oder gleich ganz anhalten. Glorreiche Siege machen so noch viel mehr Spaß. Das Spielprinzip von Battlefield ist genial einfach und damit einfach genial. Und trotzdem hat DICE es geschafft, an jeder Ecke noch eine Verbesserung einzubauen. Angefangen bei Kleinkram, wie zum Beispiel, dass sich der MG-Schütze im Panzer jetzt auch ducken kann, bis hin zum fantastischen Commander-Modus. Und selbst wenn in vielleicht 5 oder 10 Jahren niemand mehr Battlefield 2 spielen will, selbst dann haben sie tonnenweise Replays, mit denen sie für die nächsten 25 bis 30 Jahre Spaß haben werden.